Arbeit. Also das Medizinische ist schon längst alles durch, schon seit 1, 2, 3 Jahren oder so. Also da kommt auch nicht mehr viel. Deshalb wieder nur wieder Eingliederung mit Pädagogen, ehemaligen Lehrern und so weiter. Also die bei der Friedehorst, also da gibt es eine ehemalige Feldwebelfrau, Frau Feldwebel. Die Kinder eine besondere Weiterbildung und Pädagogen, ganz viele alte so Lehrer und Ingenieure sind da bei der Friedehorst. Nee, das 9-Euro-Ticket hatte ich, genau. Das 9-Euro-Ticket hatte ich, da hatte ich mich versehen jetzt. Ja, das 9-Euro-Ticket hatte ich mir mal 3 Monate gekauft oder 4. Das war für 9 Euro, da kann man ja gar nichts sagen. Und 49 Euro, da muss man vielleicht manchmal zweimal überlegen. Ja, also 49 Euro, aber dann würde ich aber dann mir ein bisschen Deutschland angucken oder halt noch ein bisschen was unternehmen. Ich habe mir da schon zwei, drei Sachen im Kopf gesetzt, also zwei, drei Städte. Und das Problem ist, Problem nicht, ich habe ja ein Jahr in Hessen gearbeitet und die meisten Bekannten, die ich von früher habe, die wohnen alle Richtung Hessen. Jetzt war ich auch lange krank, natürlich dann auch viel zu Hause und so weiter und ich glaube, ich werde mir dann einfach ein Deutschland-Ticket holen. Dann fahre ich nach Osnabrück zu meiner Oma, besuche meine Oma mal 2, 3 Tage oder so. Dann fahre ich mal hier und fahre mal dahin. Nee, das 9-Euro-Ticket ging 4 Wochen. Ja. Also, du jetzt meinst, es gibt ein Tagesticket für 7 Euro, also in Oldenburg. Tagesticket kostet 7 Euro. Aber es gilt halt nur für ganz Oldenburg, glaube ich. Oder für eine Preisstufe da. Muss ich erstmal ein Toastbrot essen. Ich habe sonst nichts anderes zu Hause. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Samstag jetzt meinen Sohn abhole, da kann man ein Erwachsener und 4 Kinder mitnehmen, kann man den ganzen Tag in Oldenburg und um zu für 7 Euro fahren. Oder 7,20 Euro oder so, glaube ich. Das 9-Euro-Ticket ging ja früher für ganz Deutschland. Also das 9-Euro-Ticket heißt ja jetzt 49-Euro-Ticket. Ja, wie gesagt, ja, also 1000 Euro finde ich auch ein bisschen viel, besonders weil, wenn du 49 Euro bezahlst, also rechne 50 Euro so ein Deutschland-Ticket, mal 10 sind 500 Euro, bezahlst du für das Deutschland-Ticket dann 600 Euro. Aber das Problem ist, es kommt ja auch darauf an, wie viel Zeit du hast. Also wenn du jetzt für 1000 Euro zum Beispiel jetzt ICEs mitnutzen kannst, oder die schnellen Züge, das wäre was anderes, als wenn du, das Deutschland-Ticket gilt ja nur für diese Bimmelzüge, also diese langsamen Züge da. So, ich weiß gar nicht, ICE, nicht ICE, sondern ICEs oder so. Also für diesen ganz normalen Billigzügen würde ich sagen, ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll. Also in der App, ich habe so eine Fahrplaner-App hier bei mir auf dem Handy, da wird auch angezeigt, zum Beispiel wenn ich jetzt von hier aus nach Hessen fahren will zum Beispiel, wird da auch angezeigt, welche Züge ich dann mit dem Deutschland-Ticket benutzen darf oder kann. Manche Verbindungen stehen halt in der Fahrplaner-App halt, da muss man auch Aufpreis bezahlen oder so. Also steht ja genau in der App drinne, mit welchen Zügen du fahren darfst. Das ist ja begrenzt. Du darfst ja nur 2, 3 Züge fahren und Flixbus oder Flixtrain darfst du unten benutzen und so weiter. Aber das weiß auch eigentlich jeder, der sich da ein bisschen mit auskennt oder sich mit beschäftigt hat. Dass halt nicht alle Züge gelten, sondern nur bestimmte Züge. Überlandbusse sind da auch mit bei, glaube ich. Und normale Züge hier, also Züge und Busse. Aber nicht alle Züge sind dabei. Wenn man dann erwischt wird, muss man natürlich dann gleich 60 Euro Strafe bezahlen, ne? Weil man halt so blöd ist, eine App zu benutzen, also um den Fahrplan einzugeben. Also, wenn ich nach Hamburg fahren würde, würde ich Oldenburg eingeben, Hauptbahnhof, bis nach Hamburg zum Beispiel. Und die App sagt dir genau, mit welchem Zug du wo, wann sein musst. Da kann man sich gar nicht verfahren oder was weiß ich.
Muss ich mal gucken.